Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die Lookfantastic Black Friday Edition. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die war ja im ersten Rutsch und Ruckzuck ausverkauft, ist jetzt aber wieder verfügbar und die kostet normalerweise 35 Euro und mit meinem Code ClaudiWelt könnt ihr die für 30 Euro bekommen. Und den könnt ihr auch auf, ich glaube, so gut wie alles dort im Shop anwenden. Ich setze euch dazu gerne mal einen Link in die Infobox und hier sollen wir einen Warenwert von 150 Euro drin haben. Ich habe sie jetzt in Kooperation zugeschickt bekommen und möchte in diesem Video tatsächlich auch den lang angekündigten und lang ersehnten Parfüm-Miniaturen-Adventskalender verlosen. Alles, was du dafür tun musst, steht einfach unten in der Infobox und ja, viel Glück. Die Verlosung geht wie immer eine Woche und dann geht das Ganze auch ruckzuck, sodass du dann den Adventskalender vielleicht auch schon passend zu dem 1. Dezember bei dir haben könntest. Mega cool, viel Erfolg und ja, genau, also 150 Euro Warenwert sollen hier drin sein. Und jedes Mal zu Black Friday bringt Lookfantastic ja auch diese wunderschöne, geile Edition raus. Also ich feiere das total. Ich habe jetzt mal den Deckel abgenommen und habe dann hier auch dann den QR-Code zum Scannen, dass man die Produkte entdecken kann. Ist aber auf der Homepage auch immer ganz normal aufgeführt. Ich schaue jetzt aber trotzdem mal, weil ich neugierig bin. Und da kann ich euch ja auch quasi, während ich hier so ein bisschen vor mich hinfussel, erzählen, dass es auch eine Lookfantastic Fragrance and Beauty Edition gibt. Auch auf die könnt ihr entsprechend sparen. Die kostet regulär 60 Euro. Aber die hat auch noch einen 60 Euro Gutschein mit drin. Und auch da sind Parfümminiaturen drin enthalten. Ich setze euch dazu super gerne mal einen Link in die Infobox. Ich weiß nicht, ob ich die noch zugeschickt bekomme, um euch die vorzustellen. Die ist nämlich erfahrungsgemäß immer super, super schnell ausverkauft. Und da sind verschiedene Düfte drin enthalten, aber dieses Mal auch, und das ist neu, ich kann euch mal auch ein Bild einblenden, habe ich wahrscheinlich eben schon gemacht, Beauty-Produkte sind da auch mit drin, ne? Genau, so, also wir haben ein digitales Magazin tatsächlich, das ist neu, das finde ich schön. Und hier sind die Produkte aufgeführt, da steht auch, ob es Travel Size ist oder nicht. Und ja, Black Friday ist natürlich mega das Ding, ne? Also das geht immer ziemlich ab, das ist ja auch so eine Sache, die dann quasi vor Thanksgiving immer in Amerika immer schon gewesen ist und was jetzt halt auch immer mehr in Deutschland auch ankommt. Mensch, dann will ich eure Neugierde mal verschonen und euch zeigen, was sich hier drin befindet. Und das finde ich auch bei den LEs von Lookfantastic immer klasse. Du siehst es auf der Homepage. Das möchte ich immer wieder noch positiv hervorheben, weil du kaufst nie die Katze im Sack. Und das ist super. Außer bei dem, doch, bei dem Adventskalender war auch alles aufgeführt. Echt krass, oder? Okay, ich starte mit etwas. Das finde ich interessant. Das wird heute Abend mal gemacht. Das ist von Avant eine Centifolia Rose Radiance Capturing Mask. Also quasi eine... ja, Tuchmaske. Mensch, also wir haben ja schon viel von Avant kennenlernen dürfen und jetzt haben wir hier eine Tuchmaske drin enthalten. Da haben wir Rose drin, Hyaluronsäure, Ziza, liebe ich. Also Ziza ist ja auch so hautberuhigend. Ich habe hier mal ein Video zu Inhaltsstoffen gemacht, ne? Zu Wirkstoffen, Hyaluronsäure und Rose sind auch ganz, ganz toll. Hyaluronsäure macht, dass quasi die Trockenheitsfältchen aufgeplammt werden und Rose ist halt auch ein beruhigender Inhaltsstoff. Und ja, hört sich auf jeden Fall sehr schön an. Kann ich auf jeden Fall was mit anfangen und dann wird es mal gemacht. Oh, ich lese hier sogar Wassermelone. Das ist sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ne? Werdet ihr dann im Aufgebrauch-Video was zu sehen. Ich bin sehr gespannt, wie sündhaft teuer das Produkt sein wird. Von Bondi Boost habe ich was drin. Das ist was für die Haare. Elixir Hair Oil. Salon Professional Made in Australia. Das sind 100 Milliliter drin enthalten. Und das ist natürlich auch geil, ne? Das läuft ab im Januar 2026. Steht hier ganz diskret drauf. Ne, finde ich schön. Haaröle hört man jetzt immer mehr, dass das auch super wichtig für die Haare ist, dass man sich das in die Längen eingibt, ne? Und das dann auch tatsächlich gerne über Nacht drin lässt. Ja, ich habe echt dunkle Augen heute. Wow. Und finde ich sehr schön, dass wir sowas hier drin enthalten haben, weil ich glaube, dass auch wirklich jeder Haartyp ein Haaröl verwenden kann. Ne? Ich finde es immer schön, wenn wir auch solche Boxen haben, die jeder verwenden kann. Ganz egal, welche Farbe oder so. Na gut, hier habe ich was von Revolution in Pink Lights. Das ist ein Liquid Highlighter. Der wird mir zu dunkel sein. Da wollte sie gerade loben und fischt ein Produkt raus, was nicht so wirklich passend sein wird. Wird mir sehr wahrscheinlich einfach zu dunkel sein. Ne? Ihr seht ja auch die Farbe. Ich brauche den gar nicht swatchen. Das macht jetzt wenig Sinn, weil dann ist er aufgemacht. Ne? Ja, also bei mir sind Highlighter wirklich, die müssen super, super hell sein. Ansonsten macht das bei mir relativ wenig Sinn. Und ja, genau. Aber
könnte man vielleicht zweckentfremden, aber ich weiß nicht, wie man das dann bei so einem Schimmerprodukt machen sollte. Vielleicht als Primer, ne? Also wenn man genauso wie ich auch eine sehr helle Haut hat und diese Box hat, dann macht es vielleicht Sinn, diesen Primer zweckentfremden. Okay, so. Hier ist etwas drin, das finde ich nicht so schön, aber du siehst ja online, was in der Box drin enthalten ist. Nahrungsergänzungsmittel. Immer wieder eine Sache für sich. My Vitamins Beauty Hair Skin and Nail Gummies mit Zink und ja. Blaubeergeschmack. 14 Stück sind hier drin enthalten. Ich würde mir also einfach hier auch mal die ganzen Inhaltsstoffe einfach so anschauen. Das sieht tatsächlich auch gar nicht so wild aus. Also Vitamin C und Vitamin E zu überdosieren ist schon schwierig, ne? Also das wird man nicht schaffen, sagen wir es mal so. Zink überzudosieren im Körper, das weiß ich jetzt nicht. Da kenne ich mich nicht gut genug mit aus. Ich glaube, das könnte schwierig werden, weil es ein Metall ist, wie zum Beispiel bei Eisen. Da sollte man immer ein bisschen aufpassen. Macht am besten immer mal wieder ein Blutbild und lasst euch da einfach mal von eurem Arzt erklären, ob sowas für euch sinnvoll ist oder eben halt nicht, ne? Was ich positiv finde, hier haben wir Vitamin D3 drin enthalten, was wir jetzt ja auch aufgrund der fehlenden Sonne sehr gut gebrauchen können. Vitamin A ist auch mit dabei und B12, B6, das ist auch für die Leute ganz gut, die vielleicht vegan leben, ne? Genau, ja, das ist hier auf jeden Fall drin enthalten. Ich beschwere mich auch tatsächlich immer wieder über diese Nahrungsergänzungsmittel in den Boxen, aber ich befasse mich dann auch immer wieder mit den Inhaltsstoffen und tatsächlich werden die bei uns zu Hause dann auch gegessen. Also, ne? Ja, aber trotzdem finde ich das nicht gut, wenn sowas in der Box halt mit drin ist, weil manche Leute nehmen die halt dann wirklich relativ unüberlegt und das sollte man nicht machen. Also man sollte halt immer auf die Gesundheit aufpassen. Nun, etwas sehr, sehr Geiles, was wir hier aber drin haben, ist von Shiseido. Ultimune Power Infusing Concentrate, da sind 10 Milliliter drin. Ein sehr hochpreisiges und hochwertiges Produkt, was ich auch schon mal vor Jahren aufgebraucht habe und auch sehr schön fand tatsächlich, da das halt auch wirklich Feuchtigkeit gespendet hat und auch ein bisschen Slow-Aging-Effekt mitgegeben hatte. Schaut so aus, ist ein wundervolles Serum, was man halt nach dem Toner und vor der Gesichtscreme ganz einfach verwenden kann. Und sowas ist auch wirklich geeignet für viele, viele Hauttypen. Muss man halt einfach mal so ein bisschen sich das anschauen, ne? Genau. Also cooles Produkt, weil auch tatsächlich von einer sehr hochpreisigen Marke. Dann haben wir hier von Magnetone London Wipe-Ups Out Swipes drin. Eco-friendly Microfiber Make-up Removal Pads, auch sowas finde ich super. Denn solche Tools können wir alle eigentlich echt gebrauchen, ne? Sei es, dass du damit dein Make-up runternimmst oder dass du dir damit Toner aufträgst oder eine Maske runternimmst oder. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, sowas halt zu verwenden. Und das hier sind die Pads, die hatten wir auch schon das ein oder andere Mal gesehen. Was ich bei Magnetone halt ein bisschen schwierig finde, ist, du hast halt diese Pressnaht, ist es, glaube ich, ne? Und wenn du das Pad halt jetzt nicht perfekt hältst, dann könnte es sein, dass es ein bisschen piekst. Aber nun, da haben wir eins in rosa, eins in grau. Ich finde es toll, ich werde es verwenden und in meine Routine mit integrieren, weil ich es praktisch finde. Dann habe ich hier was von Frank Body drin. Das ist eine Marke, die mir echt gefällt. Also ich finde die sehr sympathisch. Ich finde die witzig und deswegen weiß ich nicht. Die hat was für mich, ne? Und hier haben wir drin das Dry Clean Volume Powder, 35 Gramm. Also das ist ein Volumenpuder, was gleichzeitig auch irgendwie so Trockenshampoo-Wirkung haben soll. Das gibst du dir dann sehr wahrscheinlich in den Ansatz. Und dann hast du da Volumen drin. Das ist, glaube ich, ein Produkt, was viele mögen werden, weil viele mögen auch diese Trockenshampoo-Geschichten. Deswegen ist es vollkommen legitim hier drin. Das hier sind Glow Drops, Bronzing Drops von Mindtan Body Skin, 15 Milliliter. Also das kannst du sowohl für dein Gesicht als auch für deinen Körper wohl verwenden. Ja, ne? Ja, kann man machen. Ist jetzt nicht so ganz meine Welt, also ich habe das auch eine Zeit lang gemacht, dass ich dann ja auch Selbstbräuner in meine Tagespflege oder auch in meine, wobei das mache ich tatsächlich im Sommer auch nach wie vor noch, in meine Bodylotion mit reinmache, ne? Damit meine Beine zum Beispiel nicht so durchsichtig aussehen. In meinem Gesicht brauche ich das aber ehrlich gesagt nicht unbedingt, weil ich mir einfach denke, nö. Ich lasse es, wie es ist, dann passt es halt auch irgendwie zum Rest des Körpers, weil mein Gesicht ist generell sowieso ein Tick dunkler, wahrscheinlich weil es einfach besser durchblutet ist, als mein Hals und mein Dekolleté zum Beispiel. Und wenn ich da dann halt irgendwie mir selbst Bronzer drauf machen würde, das wird merkwürdig aussehen, ne? Deswegen lasse ich es einfach und ja, das wird weiter wandern. Das ist jetzt nicht so ganz mein Fall. Von Pai habe ich hier noch was mit am Start. Lightwork Rosehip Fruit Extract Cleansing Oil. Sowas mag ich auch sehr gerne. 10 Milliliter, das kannst du auch in Kombination dann zum Beispiel mit deinen Abschminkpads hier verwenden, ne?
Deswegen, das feiere ich tatsächlich. Und ich mache ja Double Cleansing. Das heißt, ich verwende erst so einen ölhaltigen Cleanser oder halt einen Cleansing Balm. Und danach halt, um alles wirklich runterzunehmen und meine Haut wirklich zu reinigen, dann nochmal so einen schäumenden Cleanser. Und ja, aber sowas ist schön. Das mag ich. Ich glaube, Pai hat einen sehr, sehr intensiven Duft. Das ist ja diese Hagebutte, glaube ich, ne, die du in vielen Produkten findest. Muss man einfach schauen, ob einem das gefällt. Mensch, diese Box nimmt wirklich kein Ende, was ich sehr schön finde. Von Lumen haben wir hier was drin. Da habe ich auch den Adventskalender ausgepackt. Ne? Auch eine ganz interessante Marke. Nordic Hydra. Das ist ein sehr schön 72 Stunden Hydra Gel Mask. Und da sind 15 Milliliter drin. Und auch das wieder ein Produkt, was wirklich viele, viele verschiedene Hauttypen verwenden können. Weil Feuchtigkeit brauchen ja eigentlich alle Hauttypen irgendwie. Auch wenn du eine ölige Haut hast oder eine Mischhaut, dann ist es wichtig, der Haut trotzdem Feuchtigkeit zu geben und sie nicht halt auszutrocknen, weil dadurch würdest du ja fördern, dass sie noch mehr ölig wird und noch mehr nachfettet, weil sie quasi dann ihren Schutzfilm aufrechterhalten möchte. Deswegen sollten auch ölige Häutchen tatsächlich Feuchtigkeit verwenden. Und ja, ich freue mich drüber, denn ich bin eine Trockenpflaume. Ich kann immer Feuchtigkeit gut gebrauchen. Ja, okay, jetzt habe ich tatsächlich das letzte Produkt hier, glaube ich. Ja, fast eine ausschließliche Pflegebox, das ist auch interessant. Von Gatineau, Hydra Aura Water Cream, 30 Milliliter. Und da haben wir barbarische, ist es wirklich barbarische Feige, Seegras und Vitamin E mit drin. Und ja, finde ich sehr schön, mag ich sehr gerne leiden. Eine Gesichtscreme ist auf jeden Fall eine praktische Sache. Kann man auch wirklich hier schön in der Routine verwenden, dass du halt erst in der Haut reinigst, dann verwendest du eine Maske, dann verwendest du ein Serum, dann verwendest du eine Creme, ne? Also das ist schon schön aufeinander aufgebaut. Zwischendrin vielleicht auch noch eine andere Maske. Nee, das muss nicht sein. Nee, aber schön auf jeden Fall und es passt auch ganz gut hier mit rein. Und das ist die Black Friday Edition gewesen. Ich persönlich, von meinem ganz persönlichen eigenen Empfinden her, meiner eigenen persönlichen Präferenz, hätte mir gewünscht, dass hier mehr dekorative Kosmetik drin ist. Ich bin einfach so ein Schminkjunkie und bin da halt auch vollkommen Fan von, wenn wir hier so eine geile Mascara noch drin gehabt hätten oder eine geile Lidschattenpalette oder so, ne? Aber gut, wir haben jetzt sehr, sehr viel Pflege mit drin enthalten, die man durchaus gebrauchen kann und da haben wir auch was wirklich so für die Haare, für den Kopf eigentlich. Ne, für den Körper haben wir hier soweit nichts mit drin. Ne, das ist einfach eine Kopfbox. Und wenn dir diese Kopfbox gefallen hat, dann findest du in der Infobox natürlich den Link und kannst da, wie gesagt, mit Claudiwelt auch drauf sparen. 5 Euro müssen das sein, sodass du dann quasi diesen Wert an Produkten für 30 Euro bekommst, was ich tatsächlich sehr fair finde. Ja, ihr Lieben, das wäre es hier gewesen. Denkt auf jeden Fall dran, dass es in diesem Video ja auch diesen ultimativ geilen Parfüm-Miniaturen-Adventskalender zu gewinnen gibt. Da habe ich das ganze Jahr über gesammelt und natürlich in der Adventskalenderzeit bin ich nochmal richtig eskaliert. Und ja, ich wünsche euch da allen auf jeden Fall viel, viel Glück und ich weiß, dass viele nur darauf gewartet haben. Nun, ihr Lieben, das wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.